Gewinne, 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 meine Damen und Herren. Treten Sie jetzt näher und lösen Sie Ihr Ticket ins finanzielle Glück. Aber keine Angst, drängeln Sie nicht, meine Damen und Herren. Alle von Ihnen werden reich. Garantierte Gewinne. Sie müssen nur Bitcoin und Nvidia kaufen. Die Dinge sind so gestaltet, dass jetzt jeder von Ihnen endlich reich werden kann. Sie haben es sich verdient. Das ist derzeit so ein bisschen die Stimmung, was wir sehen an den Märkten. Und die Realität sieht ganz anders aus. Nämlich die sieht so aus, dass jetzt praktisch diese kleinen Fische, denen man den Reichtum verspricht, dass die jetzt zur Opferbank geführt werden und die Dickfische, nämlich die großen Player an den Märkten, die werden abkassieren und die Profite einstreichen, respektive die Verluste der Kleinen, die jetzt glauben, reich werden zu können, das werden die Profite derjenigen, die die ganze Geschichte inszeniert haben. Mich hat heute Morgen hatte ich eine E-Mail in meinem Briefkasten, Firmenbriefkasten, also bei finanzmarktwelt.de. Möchten Sie mit Cyberdevisen in eine neue Liga des Verdienens aufsteigen? Der Markt bietet unglaubliche Möglichkeiten. Es ist Zeit, dass auch Sie reich werden. Was, wenn es einen geheimen Schlüssel gäbe, der Ihnen genau zeigt, wann Sie investieren sollten, um zu gewinnen? Veredeln Sie Ihre Anlagestrategie mit unserem Anlage-Insider-Wissen. Eine sichere Investition jetzt, garantierte Gewinne später. Und dann sehen wir hier Swiss Crypto ETF. 2024 lizenzierter Bitcoin ETF, also garantierte Gewinne später. Ganz klar, auch Sie werden reich. Wem da nicht die Alarmglocken läuten, weiß ich nicht. Der hat wahrscheinlich noch nichts erlebt an den Märkten. Ich habe sowohl das Platzen der Dotcom-Blase, Entstehung und Platzen der Dotcom-Blase, wie auch Entstehung der Immobilienblase in den USA und Platzen dann der Immobilienblase resultierend in der Finanzkrise erlebt und weiß, wie die Muster sind. Ich hatte auf Basis von anderen, das war nicht mein Verdienst, damals zum Beispiel in der US-Immobilienblase, irgendwann gecheckt, wie gesagt, das waren andere, die die Analysen gemacht haben, dass das nicht gut gehen kann. Es ist nicht gut gegangen, diesmal ist aber natürlich alles anders, das ist der Glaube. Und so sehen wir das zum Beispiel in Bitcoin. Jetzt im März so viel Geld geflossen ist in diese 10 Bitcoin ETFs, jetzt schon im März mehr Geld geflossen ist als im Januar und Februar, vor allem im Februar. Und alle glauben jetzt, dass sie noch reich werden können, indem sie jetzt zu den erhöhten Preisen noch einkaufen. Die Wale, die sitzen da schon länger drin, haben vielleicht ein paar Pfennige, ein paar Cent bezahlt, wenn überhaupt, für einen Bitcoin und lachen sich tot. Das ist die gleichmäßigste Verteilung von Assets, die man wahrscheinlich jemals erlebt hat. However, jetzt wollen alle dabei sein und dadurch, dass das Volumen jetzt steigt, zeigt sich ja, dass die Leute spät einsteigen. Das war so bei ARK Innovation, bei meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood. Die Leute kaufen ja nicht, wenn es billig ist, sondern die Leute kaufen, wenn es teuer ist, weil sie gierig werden, weil sie sehen, der Preis geht nach oben, also wird er weiter nach oben gehen. Da muss ich jetzt rein, ich muss reich werden. Ich habe doch ein Anrecht darauf, jetzt auch mal das finanzielle Glück zu erreichen. Das ist die Stimmung an den Märkten. Die Realität sieht anders aus, nämlich wir sind auf der Kippe, was die US-Wirtschaft betrifft, einerseits, und gleichzeitig haben wir eine wieder ansteigende Inflation. Mit anderen Worten, wir haben eine Stagflation sichtbar, gestern nochmal in den deutlich höheren Erzeugerpreisen, wie auch in den sehr schwachen US-Einzelhandelsumsätzen, die seit Monaten stagnieren, vielleicht sogar leicht rückgehen auf realer Basis, also inflationsbereinigt. Das kratzt so ein bisschen an dieser Theorie des Soft Landings, die wir sehen. Und dann hier die Bloomberg Headline: Stocks fall as rate cut bets weaken. Also die Zinssenkungserwartungen, die schwächen sich ab. Und hier kommentiert jemand von Interactive Brokers: Folks are concerned Powell may have to pull a dangerous U-turn during his monetary policy highway. Also der muss sozusagen wieder eine Kehrtwende machen, der gute Paul, nachdem er im Mitte Dezember bei der letzten, also bei der Pressekonferenz nach der FED-Sitzung praktisch diesen Pivot ja angekündigt hat. Jetzt haben sich dadurch die Financial Conditions deutlich gelockert und unter anderem dadurch sehen wir, dass eben jetzt die Inflation wieder ihr Haupt erhebt. Blöd gelaufen, könnte man sagen. Und genau das ist jetzt die große Problematik. Nächste Woche haben wir die FED-Sitzung. Und hier sehen wir mal, der S&P 500 ist gestiegen, obwohl die Zinssenkungserwartungen seit um und bei Mitte Januar deutlich, deutlich nach unten gehen. Von 6 Zinssenkungen, 6 bis 7, auf jetzt gerade mal 3 vielleicht.
Und nächste Woche ist Fed-Sitzung. Was wird da passieren? Große Frage, denn die Märkte erwarten jetzt knapp 3 Zinssenkungen, wie wir hier in den Fed Fund Futures sehen. Und genau das wäre dann auf der Linie oder ist sogar ein Ticken drunter unter dem, was die Fed zuletzt im Dezember prognostiziert hat. In den Dotplots, da hat man eben auch 3 Zinssenkungen erwartet. Und Goldman Sachs sagt, sichert euch mal ab besser, denn es kann sein, dass die Fed hier ein Stück weit zurückrudern muss, reagieren muss auf die zuletzt 3 höheren Inflationsberichte, CPI-Berichte, die wir gesehen haben, auf die höheren Erzeugerpreise, etc. Also das wird spannend nächste Woche. Und während die Aktienmärkte sich noch ein bisschen, wie soll man sagen, tump stellen, sehen wir bei den Renditen, bei den Anleihemärkten, wie die 10-jährige Anleiherendite ausgebrochen ist auf 4,30% aus dieser bullischen Wedge. Der S&P 500, den Sie unten sehen, der hält sich noch. Der Dollar versucht auch rechts hier diesen Ausbruch. Also wir sehen, Devisenmärkte und Anleihemärkte haben hier eine klare Auffassung. Aktienmärkte, die sind natürlich viel, viel schlauer, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal den TLT. Das ist das ETF, das langlaufende US-Staatsanleihen abbildet. 4% gefallen seit Freitag, weil schlichtweg die Inflationsdaten eben höher sind. Und die Fed wohl darauf reagieren wird müssen. Und viele Player am Markt reagieren darauf, indem sie weiter Geld in Geldmarktfonds packen. Hier sehen wir, dass jetzt das Volumen auf 6,077 Billionen gestiegen ist. Das heißt, man geht nicht davon aus, dass hier eine schnelle Zinswende passiert. Sonst würde man wahrscheinlich das Geld da nicht in diesen Geldmarktfonds so packen. Also während jetzt die Aussicht auf sinkende Zinsen und damit auf billige ihres Geld schwindet, ist die Euphorie gerade besonders groß, die Gier besonders groß. SocGen hier gestern, Run with the Bulls, S&P wird auf 6250 Punkte steigen. Goldman Sachs mit dem Equity Sentiment Indicator, der praktisch auf einer der höchsten Werte ist. Wir sehen, dass zum Beispiel in SMH, das ist das Semiconductor ETF, wir mit Abstand den größten Zufluss hatten vorgestern, jemals irgendwann irgendwie verzeichnet. Das heißt, alle wollen unbedingt noch rein. Rechts sehen wir mal SMH, den Chart, Fahnenstangchart. Und jetzt wollen also alle rein. Das ist genau das typische Verhalten, was wir am Ende einer Fahnenstange sehen. Dann, wenn alle FOMO kriegen und Angst haben, jetzt den weiteren Anstieg zu verpassen, dann ist der Zug in der Regel abgefahren. Wir sehen insgesamt in der letzten Woche 54,26 Milliarden Zuflüsse in Aktienmärkte oder in Aktien. Das ist der höchste Wert seit 2021. Und wir haben die Positionierung der Vermögensverwalter bei 104,75, höchster Wert seit November 2021, praktisch seit 2,5 Jahren. Als wir Ende Oktober am Tief waren, am Verlaufstief, da war die Investitionsquote 25%. Jetzt, wo es viel teurer ist, und wo die Kurse massiv gestiegen ist, ist die Investitionsquote bei über 100%, nämlich 104,75. Auch die Privatanleger sehr, sehr optimistisch. Nur 21% Bären. Was soll schon schief gehen? Und die Begründung ist, naja, seht ihr, die Magnificent 7, KI und diese ganzen Geschichten. Das, oh, Gewinne, 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 meine Damen und Herren. Das geht ja senkrecht nach oben. Wie hier man in diesen Erwartungen sieht, Forward Earnings per Share, weil eben die Dickfische, aber welche eigentlich? Apple eher nicht. Tesla ist schon abgestürzt, auch nicht. Google auch jetzt nicht so großartig gewesen in letzter Zeit. Okay, wir haben Microsoft, KI, 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 Copilot, Copilot. Das totale Versagersystem von Microsoft läuft nicht. Gemini läuft nicht wirklich von Google, aber die Schaufelverkäufer sind diejenigen, die Geld verdienen, während die Goldsucher nach wie vor nach Gold suchen und nichts finden, hat man das Gefühl. Also Nvidia zum Beispiel, hier sehen wir mal, dass die anderen 493 Aktien sogar sinkende Gewinnerwartungen haben, also Margenerwartungen. Und jetzt sehen wir plötzlich fallende Kurse bei Nvidia. Könnte auch mit dem Verfall zu tun haben, weil alle Welt natürlich in Nvidia long, long, long ist. Werden Sie reich, meine Damen und Herren? Garantierte Gewinne, KI, KI, KI wird alles ändern. Hier sehen wir, dass der Kurs runtergekommen ist. Jetzt schon 4 Tage haben wir kein neues Allzeithoch erreicht bei Nvidia.
Das geht so nicht, meine Damen und Herren. Wir hatten mir Gewinne versprochen und jetzt kommen die nicht. Wir haben hier mal eine historische Reminiszenz von Ben Woodward an Radio Corporation of America. Die waren damals genauso sexy mit Fahnenstangenchart wie Polaroid, Xerox, GD Uniface, Lucent, Cisco, Meme-Aktien, nicht alles der heißeste Scheiß auf der ganzen Welt. Und dann passiert regelmäßig das, was Sie hier in diesem ultramodernen Chart sehen. Es geht wieder richtig bergab, so wie für Tesla jetzt, wird es für Nvidia bald bergab gehen, weil Nvidia eben nicht die Alleinstellung wird behalten können, früher oder später, gar keine Frage. Und so sehen wir unten schon abgesoffen Tesla, ne? Da sitzt der Elono, der Elon Musk, ist schon skelettiert ein bisschen, Apple hält sich gerade noch über Wasser, Microsoft ist gut drauf, ja, und Nvidia müssen wir mal schauen, die waren natürlich super gut drauf. Hier sehen wir, wie stark die so divergieren in letzter Zeit, diese Magnificent Seven, die ja vorher relativ unisono alle gestiegen sind, also da gab es keine große Differenzierung. Das hat sich jetzt geändert. Wenn die Herde rennt, dann will sich niemand in den Weg stellen. Wir sehen die Momentum-Geschichte. Momentum-Driven Rally ist die größte seit dem Jahr 2000. 2000 war es noch ein bisschen größer, aber meine Damen und Herren, unbedingt jetzt noch einsteigen. Langfristig werden Sie damit unbedingt reich, garantiert. Na, ist doch klar. Kann doch gar nicht anders sein. Man fragt sich nur, wer jetzt eigentlich noch kaufen soll, wenn schon alle drin sind. Wir haben ja diese massiven Zuflüsse gesehen. Und jetzt gucken wir uns mal die innere Struktur des Marktes an. Da sehen wir Nasdaq 100 zu S&P 500. Man könnte ja denken, wow, ne, also Märkte steigen, weil eben die großen Tech-Werte steigen. Nein, der Nasdaq ist aus seinem Aufwärtstrendkanal in Relation zum S&P 500, nämlich der Nasdaq 100 in Relation zum S&P 500, aus seinem Aufwärtstrendkanal rausgefallen. Wir sehen also, dass die Tech-Werte bereits schwächeln und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so das allerbeste Omen für das Kommende. Oder es ist ein Omen dafür, dass die Investoren jetzt, die aus dieser heißgelaufenen Tech-Geschichte rausgehen und vielleicht andere Sachen kaufen. Aber gestern haben wir auch Small Caps schwer unter Druck gesehen. Heute ja Verfall, meine Damen und Herren. Und wir sehen gestern 56% Calls, 44% Puts gehandelt. Die Top 10 Aktien alleine haben 54% des gesamten Optionsvolumens ausgemacht und das Optionsvolumen ist derzeit größer als das Volumen gehandelter Aktien. Wir sehen S&P, der Spider, SPDR ist das meistgehandelte gewesen. Dann kommt Tesla, da sogar 50-50 Verteilung, Calls zu Puts. Dann kommt Nvidia, fast nur Calls, also überwiegend Calls, nur 37% Puts und so weiter und so fort. Wir sehen also diese gigantische Bedeutung dieses Optionsmarktes und dementsprechend die Wichtigkeit des heutigen Verfalls. Aber mittels dieser Optionen, mittels dieser ETFs werden die Dinge noch krasser gemacht, wird sozusagen die Imbalance noch größer verstärkt und so sagt eben Michael Hartnett, doch klare Anzeichen einer Bubble. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, ihr könntet mal VIX-Calls kaufen, also auf steigende Vola spekulieren. VIX ist ein schwieriges Instrument zum Handeln. Das kann man vielleicht mit anderen Instrumenten machen, gucken Sie mal, aber der VIX ist zum Handeln nicht wirklich so das Allerbeste, muss man sagen. Also die sagen, sichert euch zumindest ab, indem ihr auf steigende Volatilität setzt. Und hier nochmal fliegen wir nach China, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, dass die Hauspreise weiter fallen, minus 1,9% zum Vorjahresmonat. Im Januar hatten wir nur ein Minus von 1,2% und zum Vormonat minus 0,36%. Und solange die Hauspreise in China fallen, wird sich die Wirtschaft nicht erholen. As simple as it is, weil da hängt das Vermögen der Chinesen drin, der Konsumenten drin. Wenn die Preise fallen, dann werden die weniger reich und konsumieren weniger. Das ist die Logik. Wie ist die Logik bei Bitcoin? Kräftiger Rücksetzer vom Rekordhoch. Heute Nacht ging es dann ziemlich runter. Was ist denn da genau passiert? Da gibt es zum Beispiel jetzt Bedenken von demokratischen Senatoren, die sagen, also wir wollen zum Beispiel jetzt nicht nochmal sowas sehen wie bei Bitcoin mit diesem ETF-Hype, deswegen kein Ethereum-ETF. Aber was ist die Begründung, warum es hier nach unten gegangen ist? Erste Empfehlung als Artikel und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, wir haben jetzt in Westafrika massive Internetausfälle wegen Kabeln, die Unterseekabeln, Internetkabel, die hier offenkundig kaputt sind oder ein Problem haben. Und das ist sozusagen die Achillesferse. Die Houthi haben ja schon gedroht,
hier zu attackieren, diese Unterseekabel, die sie erreichen können. Da ist vor einigen Tagen, ich glaube im Februar war das, ist da einiges passiert. Und jetzt würde ich Ihnen mal empfehlen, sich das anzugucken, welche Dimensionen das Ganze erreicht. Das ist wirklich die Achillesferse unseres gesamten Datenuniversums, auf das wir ja alle so angewiesen sind. Also diese beiden Empfehlungen, hier Huti, Internetkabel, was ist da los, und Bitcoin, das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.